Hallo, mein Name ist Doug Wheeler. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Turkestan und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 28 und wir stehen auf Rang 4 mit 219 Siegpunkten. Und in den letzten zwei Tagen haben wir tatsächlich Festlandasien fast gänzlich gesichert. Es fehlt noch Adong, das werden wir in 14 Minuten einnehmen. Und dann ist hier das Festland tatsächlich gänzlich uns. Es fehlt hier noch übrigens diese Guizhou-KI, die nehmen wir noch ein für die extra Moral. Aber russisch Alaska und British Columbia wurden hier tatsächlich besiegt. Das war alles jetzt gar nicht mal so spannend. Das gab für uns keine größeren Schlachten mehr. Wir haben noch ein paar Provinzen eingenommen, sind hier langsam vorgerückt, mussten viele Gebiete garnisonieren. Alles das tägliche Business. Bis auf die Ausnahme bei Khao Lak. Denn dort konnte Madagaskar tatsächlich die feindliche Heeresgruppe, die eine große aus British Columbia, stellen. Und wir konnten mithelfen. Wir waren nicht wirklich zu sehr Teil davon. Das war primär Madagaskar. Sie haben das meiste da gemacht. Wir konnten vielleicht 20.000 Truppen zerstören. Aber damit sind Alaska und British Columbia jetzt quasi zerstört. Sie haben keine großen Armeen mehr. Nichts mehr hier auf jeden Fall. Vielleicht noch hier auf Borneo. Aber das sieht man gerade nicht. Da ist mal die Frage, was jetzt Madagaskar genau macht. Sie sollten da ja eigentlich jetzt landen. Ich werde sehen, ob sie es tun. Ansonsten müssen wir es eben machen. Und ja, damit haben wir hier tatsächlich jetzt den Feind besiegt. Das ging jetzt dann doch sehr easy. Wir sind auch jetzt in Kamtschatka unterwegs. Sachalin werden wir einnehmen. Japan wird noch fallen dann, wenn wir da irgendwann ankommen. Und Korea sowieso. Aber es lief alles jetzt gar nicht mal so kompliziert ab. Das war jetzt keine größere Sache. Und vor allem gab es auch bislang noch kein Eingreifen, auch noch keins hier unten. Ah doch, jetzt gibt es schon ein Eingreifen hier. Es gab bislang noch kein Eingreifen aus den restlichen feindlichen Alliierten, aber jetzt kommt hier unten sich gerade eine Einheit aus den konföderierten Staaten. Das könnte natürlich eine Landungsinvasion sein für Neuseeland oder ein Speer. Schwer zu sagen, auf jeden Fall kommt da was. Aber zumindest bislang wurden wir davon nicht behelligt. Es gab noch keine Operationen gegen uns, keine Verstärkungen oder dergleichen, keine Nachrichten auch. Das heißt, ich gehe noch davon aus, dass hier alles ruhig ist. Wir haben Spionage abgefangen. Wir sehen hier einige... Viele Ressourcen auf ihrer Seite. Sie bauen nicht mehr so gut aus, kann man daraus schließen. Wenn sie so viele Ressourcen haben, dann bauen sie gerade nicht viel. Aber hier drüben, Mexiko, die bauen noch. Die bauen noch sehr viel sogar. Na gut. Wir haben leider nicht wirklich das alles bekommen, was ich haben wollte. Das heißt, so irgendwelche abgefangenen Depeschen oder große Aufdeckung ihrer Gebiete. Wir haben nur ein paar Truppen aufgedeckt. Hat aber nichts weiteres uns gesagt. Das heißt, wir schauen eben jetzt noch ein bisschen über die nächsten Tage, ob wir mehr Spione reinschicken können. Und was wir dann vielleicht so finden. Genau, das heißt, jetzt steht für uns quasi an die Invasion von Japan. Das muss noch alsbald passieren. Wir landen auch noch in Taiwan gerade. Naha muss noch fallen, die Ryukyu-Inseln, hier Jeju muss noch fallen. Und dann haben wir zumindest unseren Frontbereich hier erledigt. Können dann durch die Aleuten durchkämpfen, bis nach Alaska sogar. Das werden wir auch machen. Aber dafür brauchen wir erstmal auch eine Marine. Und die ist auch bereits schon im Aufbau. Wir haben nämlich ein U-Boot klauen können irgendwo hier. Ich habe vergessen, wo das war. Hier in Shanghai, genau. Da haben wir nämlich eine U-Boot-Produktion geklaut. Ganz witzig, von British Columbia. Reparieren gerade den Hafen und die ganzen Produktionswerke dort und bauen auch in Weifang zum Beispiel aus. Seoul hat eine Fabrik, die wir ausbauen. In Chabarovsk bauen wir die Level 4-Fabrik aus. In, wo war das noch gewesen? Ach genau, hier oben in Magadan bauen wir ebenfalls gerade noch den Hafen, dann auch dort die Fabrik aus. Und wir sollten das gleich vielleicht auch noch auf Milkovo tun. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt hier durchaus eine Produktion hin und können somit schon mit den bereits bestehenden Fabriken jetzt direkt anfangen, dann Marineeinheiten zu bauen und können dann von einer Woche auch jetzt hier schon mehrere Fabriken benutzen, um entsprechend dann als Werft zu fungieren und hier für uns Schiffe zu bauen. Es müssen noch ein paar Wärmter gebaut werden, das können wir gerade mal zusammen machen. Ich habe das jeden Tag immer wieder gemacht, aber wir nehmen ja auch neue Provinzen ein. Und entsprechend brauchen wir wieder neue. Die bringen uns ja auch viele Punkte. Ich will hier kein Dings machen, ich will das so bauen, genau. Hier noch eins. Es sollten nicht zu viele sein, ich habe gestern erst das alles gemacht. Aber es sind natürlich auch wieder ein paar Provinzen seitdem dazugekommen. Aber ihr seht, es ist nicht zu viel. So. Und so. Und das waren die hier noch. Zack. Und dann müssen wir noch hier rein. Und zack. Und dann noch hier rein. Noch einige, ne? Das, die gehen immer sofort drauf. Premium-Account ist schon ein Segen. Muss man sagen. Ist schon sexy. Wenn man den hat, dann hat man diesen Stress hier nicht. Aber dafür haben wir immer ein bisschen mehr Interaktion mit unseren Provinzen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und wir lernen das Provinz-Management-Menü kennen, was ja auch sehr schön designt ist. So, und dann hier noch. Oh, und dann auch nochmal hier. Halt, nein, keine Kavallerie. So, hier. Ihr seht, es ist ein schwerer Task. Das kann nicht jeder.
Mein Bildschirm will ausgehen. Ich muss mal dringend mal die Power-Settings da einstellen hier. So. Dann kann der auch anbleiben. Denn das wäre schon ganz gut, wenn der an ist. Dann sehe ich nämlich auch was. So, hier. Und dann vielleicht noch hier. Uah, wir haben kein. Ach, wir haben kein Holz mehr. Ach so. Das ist ja. Da sieht man mal, wie viel Holz das verbraucht. Ne? Wir hatten ein paar tausend. Jetzt haben wir gar keins mehr. So. Wir fangen mal unten an. Obwohl viele fehlen auch gar nicht mehr. Guck mal hier, wir haben es geschafft. Ich strecke quasi das Let's Play künstlich in die Länge mit diesen Projekten hier. Aber ihr wollt ja immer sehen, dass ich es mache. Jetzt machen wir es eben mal gemeinsam. Das habt ihr jetzt davon. Das ist euer Tun hier. So. Hier fehlt noch eins. Und dann fehlt hier noch eins. Und dann fehlt hier noch eins. Oh, und dann fehlt hier noch eins. Aber das war's dann. Das muss es gewesen sein, weil hier wird eins gebaut. Das haben wir gut gemacht. Super. Genau, das heißt, wir werden viel Produktion haben, Ressourcen ohne Ende sowieso. Wir haben ja bereits jetzt schon das mit Abstand größte Land, Madagaskar ist auch vor Südafrika jetzt gerutscht. Die haben sich da auch ganz gut gemacht, greifen auch aktuell Russland an, das ist super, wenn wir hier alles dann ziemlich schnell kombinieren können. Unsere Gebiete, viele Punkte für uns. Wir stehen bereits bei fast 1000 Punkten auch, das ist ein gutes Zeichen. Also wir werden auf jeden Fall Richtung Rundensieg doch sehr schnell kommen, aber es wird wohl wahrscheinlich leider nicht ohne Angriff auf die hier gehen. Aber wie stark die dann sind, wird sich zeigen. Aber wir werden uns eine ganze Weile darauf vorbereiten müssen, auf jeden Fall. Wir können auch hier nochmal bombardieren. Die Timer müssen abgelaufen sein, genau. Gucken, was da noch so kommt. Das ist nicht zu viel, das ist super. Die da reinrennen, ihr könnt da auch reinrennen. Das werden schöne Moralpunkte für uns sein. Wenn wir so viel Produktion haben, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Weil wir so viel Moral noch bekommen können. Dadurch, fast alle Provinzen werden um 10% steigen. Das ist richtig gut. Und unsere Hauptstadt in Hami ist übrigens auch gebaut worden. Und die alten Provinzen bleiben alle stabil. Super. Dann werden wir mal ganz kurz nochmal auf den Markt schauen. Ein bisschen was verkaufen, aber nicht so viel. Und kaufen dafür dann noch etwas Holz. Und können zumindest zwei weitere Eisenbahnen in Auftrag geben. Ist ja auch nicht schlecht. Hier wollte ich ja eigentlich noch die Fabriken ausbauen für die Marineprodukte. Habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt aufgrund der ganzen Eisenbahnprojekte, die wir hatten. Aber vielleicht sollte ich es trotzdem machen. Es wäre schon keine schlechte Idee, das zu tun. Eine Marine wäre jetzt schon echt nicht so schlecht. Also wir werden doch nochmal hier die Fabriken ausbauen. Stattdessen. Und dann die Ressourcen einfach sparen. Weil wir noch weitere ja auch hier drüben ausbauen müssen. Es macht schon Sinn, glaube ich, das jetzt lieber weiter zu machen hier. Weil wir werden schon eine ziemlich große Marine brauchen, um den Feind zu überrennen. Und die muss auch Verluste stemmen können. Die muss auch wieder dann weiter ausbaufähig sein. Das heißt, hier drei Fabriken zu haben, plus hier drüben dann drei oder vier zu haben, das wäre schon gut. Weil sonst braucht das für die Schlachtschiffe ewig. Wir wollen halt mindestens sechs mal bauen können pro Produktionszyklus. Das heißt, da wäre das schon gut, wenn wir das eben so machen. Haben wir noch Reserve und dann ist das auch deutlich sicherer. Und die produzieren ja auch. Ist ja wie eine Eisenbahn, die machen ja auch einen Produktionsbonus. Von daher sind die Fabriken da gar nicht mal so ein schlechtes Investment. Genau, ansonsten ist halt die Frage jetzt, was macht unsere Allianz hier? Also Madagaskar schickt hier Truppen herum. Ich muss sagen, Südafrika kann ich sehen, dass die vielleicht einfach AFK gehen. Die scheinen so einmal pro Tag, einmal alle zwei Tage online zu sein. Da habe ich jetzt gar nicht mal so wirklich die großen Hoffnungen für. Irland, müssen wir mal gucken, was die machen. Die schicken jetzt hier Truppen durch die Welt. Die werden wohl Schweden angreifen, das ist okay. Ich hoffe einfach, dass die eben alle am Ball bleiben. Wenn jetzt Südafrika AFK gehen würde, klar, das könnte jetzt theoretisch Madagaskar übernehmen, aber da müssten sie halt alles wieder abziehen. Dann müssten wir den Bereich hier übernehmen. Wenn jetzt hier unten dann noch die konföderierten Staaten landen sollten, dann wird es ganz schwierig, weil dann haben wir da ja gar nichts vorbereitet für. Wir haben jetzt keine große Armee, die wir gerade hinschicken könnten. Noch nicht jetzt zumindest. Keine, die wir dafür gebaut haben. Wir haben keine Luftwaffe und keine Marine. Das heißt, wir sind sehr limitiert auf den Landkrieg und unsere wirkliche Stärke gerade ist auch eher die Menge an Infanterie, die wir haben, plus natürlich auch die Menge an Produktion, die wir tatsächlich auch freischalten können. Das ist jetzt noch nicht alles da. Das kommt erst noch, aber ja, noch ist unsere Stärke eher relativ. Das heißt, wir können noch nicht wirklich den großen Kampf mit denen hier suchen, da uns noch das meiste fehlt. Die haben dafür sehr stabile Provinzen schon lange gehabt und konnten entsprechend starke Armeen aufbauen. Die sind auch nicht gerade klein, die haben immerhin alle auch zusammen eine größere Zahl an Provinzen, 81, 107. Wir hatten so viele auch noch gehabt vor gerade mal ein paar Tagen. Das heißt, die werden mindestens so stark sein, wie wir waren zu Beginn des Krieges gegen Alaska. Inzwischen deutlich stärker und haben eine bessere Moral überhaupt. Also wir haben noch einen ziemlich weiten Weg vor uns. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.